Immer noch geht's weiter. Da einige von euch die Wickeldaten von dem größeren Bedini hier mal wissen wollten, habe ich hier mal ein kleine Skizze angefertigt. Ich weiß nicht, ob man das so richtig erkennen kann. Jedenfalls die normale Bedini-Wicklung habe ich nach Braintrain-Art drauf gemacht. Ne? Also so nach dem Prinzip jedenfalls. Habe meinen Trigger allerdings halt mit 1000 Windungen, ne, sondern nur mit 144 Windungen, 0,15er Draht gemacht. Und den Power mit 0,25er Draht und 72 Windungen. Und darüber, über die Braintrain-Wicklung sozusagen, habe ich dann in alter Manier, ne, rechtsrum, linksrum, rechtsrum, linksrum. Das ist die rote dann, ne? Rechtsrum, linksrum, rechtsrum, linksrum. 0,63. Ja, 0,63er, ne? 0,63er Draht, wie gesagt, drauf gemacht mit 36 Windungen. Das sieht noch richtig wüst aus, ne? Das ist Live-Experimentieraufbau und bevor ich das dann rekonstruieren möchte für euch und ich das vielleicht nicht mehr hinkriege, habe ich mir gedacht, nimmst du es jetzt gleich nochmal auf. Ne? So, jetzt haben wir uns nämlich an der Quelle runtergefahren auf 12 Volt, haben jetzt in den Eingang und in den Ausgang so einen Ringkern-Trafo reingehangen. Ja, und wenn man das mit der richtigen Art und Weise anschaltet, hier diese dritte Wicklung habe ich dann auch noch mit Kondensatoren irgendwie zusammengetüdelt. Ich musste dann selber erstmal wieder aufknoten und gucken, was ich da gemacht habe. Ist alles gewachsen, ne? Ja, jedenfalls sieht es jetzt so aus. Ah, kriege ich denn alles ins Bild? So ungefähr, weil die Stromaufnahme ist interessant. Die Voltzahl, erstmal, wie schnell die Voltzahl ist, ne? So, der jetzt anruft, muss ein bisschen warten. Ja, ne? Ratzfatz geht's hoch und mehr war die Stromaufnahme am Anfang auch nicht. Ja, ich komme ja, Moment. Siehst du? Soll schon mal nicht schlecht, dass das sofort auf 450 Volt hochgeht, ne? Ja, aber richtig Leuchtstärke ist das nicht bei den Lampen hier. Das ist noch einmal annähernd so, wie wenn das direkt mit Netz betrieben werden würde. Tja, ich glaube die Ansteuerung da drin, die macht ziemlich viel zunichte. Ich glaube, die braucht noch eine negative Halbwelle oder irgend sowas. Naja. Probier's halt mal, ne? Direkt ansteuern. Ich habe mir die mal aufgesägt. Ja, das ist deren Ansteuerung dafür. Wir machen hier irgendwie über so einen 280 Volt. Ja, was ist denn das? Fohlenkondi müsste das hier sein, das Gelbe. Und hier auf den Elko, ne, das ist der Elektrolytkondensator. Habe ich auf der anderen Seite gelesen. Ja, hier 400 Volt. Ja, da waren wir mit 450 Volt ganz schön weit drüber, ne? Und trotzdem haben die von der Leuchtstärke her nicht einmal der Hälfte gebracht, was die mit 220 Volt haben. Ja. Ja gut, dann gucken wir mal, ob man das mit Direktansteuerung, hier drüben steht da Plus und Minus, ne? Oder hier in der Mitte, Plus und Minus, kann man sie auch mit ganz normalem Gleichstrom ansteuern, ne? Which way is right? Which way is wrong? How do I say that I need to move on?
Gut, jetzt lassen wir das erstmal so hier, weil jetzt kam die nächste Idee rein. Bevor sie es abbaut, zeigt man es halt nochmal ganz kurz. Ne? Nichts gerade weltbewegendes, 36 Volt. Und dann flackert das hier halt so ein bisschen mit originaler Leuchtstärke. Ne? Die Stromaufnahme. Nichts weiter, ne? Kann man sogar 500 mA schalten. Ja, so knapp 300 mA, ne? Bei 36 Volt. Geht natürlich aber auch etwas heftiger, ne? Da muss man nur hier kräftig anstoßen. Komm schon. Jetzt. Jetzt geht er. Mhm. So, dann gehen die hier nämlich auch mit an. Ich schätze jetzt mal, na gut, meine Stromaufnahme ist jetzt schon bei einem 700, 800 mA ungefähr. Und an meinem Potti kann ich nichts mehr regeln. Das ist nämlich tot. Ja, da geht gar nichts mehr. So, na gut. Also es funktioniert jedenfalls. Ringkern im Eingang und im Ausgang mit dazwischen zu haben. Ne? Wenn man da so ein 220 Volt Lampe dran hat mit LED oder Schlappleuchtstoff müsste vielleicht auch gehen. Müsste ich mal probieren, wenn ich eine hätte. Gut, okay. Das funktioniert jetzt erstmal so und Schaltplan ist im Groben hier nochmal.